Halt! Wer ist da? Friede sei mit dir. Mich schickt eine Freundin von euch, die um eure Sicherheit besorgt ist. Zu Recht, wie du an diesem Pferdekopf erkennen kannst. Wir haben leider keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Lasst mich helfen. Vielleicht kann ich es herausfinden. Wir wären dir sehr dankbar. Der Täter muss Spuren hinterlassen haben. Fußabdrücke und eine Blutspur. Der Pferdekopf wurde zur Mitte des Lagers getragen. Sauber mein Pferd, getrennt. Mein lieber Kichererbse. Malaka, wer macht denn so etwas Schreckliches? Sieh mich nicht so an! Ich würde so etwas nie tun! War das dein Pferd? Hades hat ihn sich geholt. Nun muss ich mir nicht nur Sorgen wegen Bagdads absurder Geldgier machen, sondern auch noch um mein Vieh. Verflucht. Oh, Ruhe in Frieden, Kichererbse. Was ist hier geschehen? Es geschah im Dunkel der Nacht. Ich konnte nicht gut sehen, aber ich glaube, ich sah jemanden. Bin aber nicht sicher. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Hier geht es um Einschüchterung. Jemand will eure Ankunft verhindern. Was? Wer würde so etwas tun? Ich habe keine Feinde, kein böses Blut. Euch könnte noch Schlimmeres erwarten, wenn ihr der Straße weiter folgt. Lasst mich euch zum Tor geleiten. Das würdest du für uns tun? Vielen Dank. Allah segne dich. Rasch, verlassen wir diesen Ort. Brechen wir auf. Es ist nicht weit bis zur Stadt. Komm, wir sollten hier weg. Rasch jetzt. Wäre ich doch zu Hause geblieben. Wo ist dein Zuhause? Ich komme aus Al-Yunan, westlich von hier, jenseits des Wassers. Mit meinem Pferd Kichererbse brachten wir Waren aus und nach Bagdad. Die Städte, die wir besuchten, El-Quds, El-Basra und sogar Samarra. Dein Händlerfreund sagt, dass diese Waren für die Dairat al-Mal bestimmt sind. Ja, die große Auktion ist ein besonderes Ereignis und das heißt höhere Nachfrage. Dann nehmt ihr also daran teil? Teilnehmen? Wenn ich nur so viel Geld übrig hätte. Nein, wir liefern nur die Waren für die Vorbereitungen. Wer schickt euch? Ihr könnt nicht fliehen oder euch verstecken. Wer nach Bagdad will, muss zahlen. Wer schickt euch? Ihr könnt nicht fliehen oder euch verstecken. Wer nach Bagdad will, muss zahlen. Lass dich zermalmen! Da kommst du nicht durch, du Narr!
Ja. Die Wachen unterstehen jemandem namens El Anka. Das bestätigt meinen Verdacht. Meiner Treu! Ob sie geschickt wurden, um uns zu töten? Wahrscheinlich. Das ist wenig überraschend. Wir haben uns gegen das Kalifat und ungerechte Steuern ausgesprochen. Das kann uns den Kopf kosten. Doch das stumme Schaf hilft nur dem Schlachter. Widerstand gefällt ihnen gar nicht. Ich wäre nicht überrascht, machten sie aus uns ein abschreckendes Beispiel für andere Unzufriedene. Bagdad. Nun seid ihr sicher. Du bist wundervoll. Vielen Dank. Da wären wir. Tausend Dank, Saidi. Bagdad ist nicht sicher. Auf den Märkten gehen Gerüchte um. Von Händlern, die verschleppt wurden. Hast du je von solchem Unrecht gehört? Wer tut so etwas? Wie man hört, haben sie es auf Ausländer abgesehen. Auf Händler, die nicht von hier sind. Die Abbasiden wollen an allen Geschäften mitverdienen. Wenn es ums Geld geht, gehen sie über Leichen. Der Zettel von den Wachen war von jemandem namens El Anka. Diese Person steckt hinter dem Angriff. Ich konnte hören, wie sie den Steuereintreiber El Anka nannten. Was seltsam ist. Ist der sagenhafte Vogel Anka nicht weiblich? Sag mir seinen Namen und wo ich ihn finde. Suhail lebt in einem Anwesen westlich von El Kar. Sei vorsichtig, Sadiki. Er arbeitet wohl kaum allein. Ich danke dir. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Was siehst du, Inki? Sie sind wachsam. Flieg jetzt besser nicht dorthin.
schulde dem Steuereintreiber einen Besuch. Sehen? Geh einfach ohne mich zum Rennen. Schlaf nachholen. Ich bin derzeit ständig müde. Der Himmel ist wieder sicher, Sadiki. Weise mir den Weg. Wo bleiben die denn? Sie sollten längst mit dem Geld zurück sein. Ach, es kostet mich den Kopf, wenn wir nicht liefern. Wie schwer kann es sein, diesen Hohlköpfen ihr Geld abzunehmen? Al-Yunan, El-Hind, Asin. Keine Verbundenheit. Ich
mal untereinander. Befehle, die Steuern zu erhöhen. Steht kurz bevor. Das spült noch mehr Geld in ihre Hände. Vielleicht kann ich hier noch mehr Informationen finden. Steuer wurde bezahlt. Der Steuereintreiber arbeitet nicht allein. Jemand von außerhalb Bagdads hält die Zügel. Der Brief hat einen seltsamen Geruch. Er duftet nach Rosen und Eisen. Thank you.
Die Sperre am Hafen wird mit dem Geld der Bevölkerung bezahlt. Ich bin hier fertig. Nichts weiter. Roshan und Rivka warten sicher im Bruderschaftshaus auf mich. Lass es einfach. So oft den Hintern gerettet. So habe ich im Jahr 23 vor am Dienstag. Der verlorene Verborgene kehrt zurück. Endlich hast du den Weg zurückgefunden. Was hast du zu erzählen? Die Person, die wir suchen, kommt nicht aus Bagdad, sondern aus fremden Landen. Bist du sicher? Ich habe Beweise. Der Steuereintreiber und der Hafenmeister waren Komplizen. Der eine setzte Wachen ein, um Ausländer zu schikanieren und auszunehmen. Der andere beschlagnahmte Waren am Hafen. Das Ausnehmen verstehe ich. Doch wozu die Beschlagnahmungen? Geht es um mehr Objekte dieser alten Wesen, die sie verehren? Sie suchen nach einer seltenen Haarnadel, die über die Oststraße gebracht wurde. Sie wird bei der Dairat al-Mal versteigert. Eine offizielle Einladung zur Auktion. So kommen wir hinein. Gut gemacht. Unser Ziel muss jemand mit Verbindungen zu sowohl Elanka als auch Kululu sein. Jemand, der eng mit den Amtsträgern zusammenarbeitet. Spitzel hörten Getuschel über den Schatzmeister des Kalifen. In letzter Zeit hat er sich recht stark in El-Kars Angelegenheiten eingemischt. Diese Person wird zweifellos bei der Dairat al-Mal auftauchen. Wir sollten uns vorbereiten. Ich gehe voraus. Wir treffen uns beim Souk, wenn du soweit bist. Es ist nicht viel über diese Person bekannt. Es ist eine große Torheit, den Gegner zu unterschätzen. Bist du besorgt? Ich werde vorsichtig sein.
Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Habt ihr neue Werkzeuge für mich? Das ist mein Angebot. Sonst noch was? Kannst du das verbessern? Sei mein Gast. Genug gesehen. Ich stehe in eurer Schuld. Bis bald. Ich grüße dich. Willkommen, willkommen. Was hast du da? Bitte, sei mein Gast. Besseres Werkzeug, schönere Arbeit. Danke für deine Unterstützung. Diese Nadeln stricken einen feinen Tod. War das alles? Ich muss aufbrechen. Mach's gut, Sahib. Hallo. Willkommen. Was gibt es heute bei dir? Das kam frisch rein. Ein guter Panzer, der Stolz eines jeden Kriegers. Ist das dann alles? Auf ein andermal. Bis dann. Der westlich von Kinasrin bei einem griechischen Überfall eingekesselt war. Weißt du, es war nicht Sajad, der den Angriff. Der Plan ist einfach. Du betrittst die Auktion als Händler, der auf fremdländische Artefakte bieten möchte. Wir wissen, dass sie die Haarnadel wollen und bei der Auktion sein werden. Sie ist ihnen schon einmal entgangen. Wenn die Haarnadel dran ist, beobachte ich die Menge und sorge dafür, dass ich sie bekomme. Das sichert uns ein Treffen mit dem Schatzmeister. Ich bin davon überzeugt, dass sie mitbieten werden, koste es, was es wolle.
Allerdings. Ich werde so viel wie möglich über diesen Schatzmeister in Erfahrung bringen, bevor die Auktion beginnt. Über jemanden auf solch einem Posten wird sicher viel getuschelt. Die erste Feder ohne Kopf. Es ist deine Pflicht, den richtigen zu finden. Lass dich nicht ablenken. Konzentriere dich auf deinen Auftrag. Es nützt nichts, sich mit Dingen abzugeben, die es nicht gibt. Dies hier ist echt. Ich verstehe. Schweigen ist besser für die Weisen und für die Narren erst recht. Ich wünsche dir viel Glück. Meinst du, wir brauchen Glück? Fäulnis greift in El-Karch um sich, Schatzmeister. Gestohlenes Eigentum. Erpresste Händler. Gefolterte Ausländer. Die Korruption wuchert überall. Doch du sitzt in ihrem Zentrum. Selbst jetzt verbreitet sich dein Gift entlang der Oststraße in Länder, die bisher vom Orden unberührt waren. Ich höre dein Verlangen nach einer Haarnadel, die bei der Daira Talmal versteigert wird. Ich spiele den Rivalen bei deinem Herzenswunsch. Und locke dich aus den Schatten.